er mich an. Er war betrunken und er roch nach Schwanz. Er sagte, Junge, hör mir zu. Da gibt es etwas, das ich besser weiß. Die Emanzipation ist der gerechte Lohn für die verweichlichte Männerschaft. Doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es einen Unterschied, der ganz gewaltig kann. Und was ich da hörte, das mich total empörte, es wiederzugeben, fehlt mir fast die Kraft. Er sagte manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haugen. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haugen. Lass mich in Ruhe, ich höre dir nicht mehr zu. Du stinkbesoffenes Macho-Schwein, das hörte er nicht gern. Er fing an, an mir zu zerren. Kurz darauf fing ich mir eine ein. Er schrie, stell dich nicht blind, du bist doch kein Kind. Ich mach dich alle, dann weißt du Bescheid. Doch statt mir noch eine zu zimmern, fing er an zu wimmern. Da tat der Typ mir plötzlich leid. Er fing an zu flehen, ich sollte endlich verstehen. Sein Mundgeruch brachte mir Übelkeit. Er sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haugen. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haugen. Immer Druck auf der Arsch. Ich stieß ihn weg und rannte nach Haus. Das musste ich meiner Freundin erzählen. Ich ließ nichts aus, es sprudelte aus mir raus. Die Ungewissheit fing an mich zu quälen. Das war mir noch nie passiert, ich war traumatisiert. Und etwas neugierig war ich auch. Und dann lächelte sie und hob ihr Knie und rammte es mit voller Wucht in meinen Bauch. Als ich nach Atem rang und ihre Stimme erklang, umwehte sie ein eisiger Hauch. Sie sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haugen. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haugen. Immer, ja wirklich immer, haben Typen wie du als auch die Fresse verdient. Immer, immer haben Typen wie du als auch die Fresse verdient.